Was würdet ihr sagen? Glaubt ihr, dass Zeitreisen möglich sind oder zum Beispiel auch eines Tages möglich werden? Es gibt im Internet extrem viele Berichte von anscheinenden Zeitreisenden. Wir können uns aber bei den meisten sicher sein oder eigentlich bei fast jedem von denen, dass sie lügen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber es gibt tatsächlich in der Geschichte zumindest einen Fall, bei dem es wirklich sehr merkwürdig ist und bei dem es auch wirklich so scheint, als ob diese Person Zeitreisen konnte und das Ganze nicht mehr freiwillig. Und zwar, diese Person heißt Paul Dinach. Paul Dinach, der ursprünglicherweise aus der Schweiz kam, arbeitete vor rund 100 Jahren in Wien als Sprachwissenschaftler und als Geisteswissenschaftler. Dabei fiel Dinach im Jahr 1921 ins Koma und er blieb ein ganzes Jahr lang im Koma. Und wenn man natürlich mal andere Leute fragt, zum Beispiel, wie man sich die Zeit des Komas vorstellt und was dabei auch mit dem Körper und mit dem Geist passiert, man würde natürlich normalerweise sagen, man kann im Koma nichts tun. Es ist so ein Zustand wie beispielsweise der Schlaf oder wie beispielsweise auch so etwas in die Richtung wie eine Bewusstlosigkeit. Man ist aber während des Komas im eigenen Körper gefangen. Das wäre zumindest das, was die meisten Leute denken würden, und das ergibt auch Sinn. Allerdings widerspricht das den Berichten von Paul Dinach, der während seines Komas anscheinend 2000 Jahre in die Zukunft gereist ist, in das Jahr 3906. Und man könnte natürlich auch ganz einfach davon ausgehen, dass Paul Dinach gelogen hat oder zum Beispiel auch, dass die ganze Geschichte ausgedacht ist. Das wäre natürlich die logischste Antwort darauf. Allerdings berichtete Paul Dinach einige Sachen so genau und auch wirklich so zutreffend auf die Zukunft, dass man davon ausgehen könnte, dass Dinach hier tatsächlich recht gehabt hat und dass er wirklich während seines Komas in die Zukunft gereist ist. Und zwar, das war so, dass Paul Dinach in das Koma gefallen ist im Jahr 1921. Im Jahr 3906, also 2000 Jahre in der Zukunft, hatte ein Physiker namens Andrew Northam durch einen Unfall eine Nahtoderfahrung und dabei kam es dazu, dass der Geist von Paul Dinach in den Körper von Andrew Northam kam und dabei auch die Eigenschaften von Andrew Northam übernahm. Das haben wir auch daran gesehen, dass Paul Dinach ein Jahr nachdem er ins Koma gefallen ist, wieder aufgewacht ist und obwohl er Sprach- und Geisteswissenschaftler war, somit auch kein Naturwissenschaftler, konnte Dinach nach dem Aufwachen aus dem Koma auf einmal extrem viele physische Kenntnisse unter Beweis stellen, beziehungsweise er bekam auf einmal während des Komas ein enorm großes Wissen über die Physik. Und das deckt sich auch mit seiner Aussage, was er anscheinend in der Zukunft erlebt haben soll. Und zwar, dieser Andrew Northam aus der Zukunft soll eben einen Unfall gehabt haben, dabei fast gestorben sein und dabei soll er auch eine Bewusstseinsentgleisung erlitten haben. Das war für die Leute aus der Zukunft ein sehr normaler Begriff und damit wurde beschrieben, dass eine Person bei einer Nahtoderfahrung den Geist einer anderen Person annimmt, in dem Fall Paul Dinach, der 2000 Jahre vor dem Jahr 3906 gelebt hat, und dass dieser Geist den Körper der anderen Person einnimmt. So kam es auch dazu, dass Paul Dinach ein Jahr lang, genauso auch wie lang die Dauer seines Komas war, also ein Jahr in der Zukunft im Jahr 3906 gelebt hat. Deswegen wollte Paul Dinach auch erfahren, so gesehen, was in den Geschichtsbüchern steht, also was ihn eigentlich noch in seinem echten Leben noch erwarten wird nach dem Jahr 1921. Das durfte er aber nicht. Die Leute aus der Zukunft haben ihm erlaubt, in den Geschichtsbüchern zu lesen, allerdings nichts über das 20. Jahrhundert, in dem er eben gelebt hat. Paul Dinach konnte Sachen erfahren ab dem 21. Jahrhundert und dementsprechend stimmen auch die Sachen, die Paul Dinach erzählt hat, denn er ist ja ein Jahr später wieder aufgewacht, das heißt im Jahr 1922. Und Dinach ist 2 Jahre später, im Jahr 1924, dann auch gestorben. Allerdings sind die Aussagen, die Dinach da getroffen hat, wirklich sehr zutreffend auf die aktuelle Zeit und deswegen auch möglicherweise auf die Zeit in der Zukunft, was bedeuten könnte, dass Paul Dinach hier tatsächlich recht hatte. Und zwar beschrieb er, ab dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2300 wird die Menschheit vor großen Problemen stehen und diese Probleme heißen Überbevölkerung, ökologische Zerstörung, Treibhauseffekte, Klimawandel, Hungersnot, Kriegshetzerei und regionale Konflikte. Und dabei vor allem Klimawandel und Treibhauseffekte sind sehr sonderbar, denn wie gesagt, Paul Dinach hat in den 20er Jahren gelebt, zumindest bis in die 20er Jahre hinein, und er hat auch am Anfang der 20er Jahre seine Reise in die Zukunft erlebt. Aber dabei ist eben das Ganze rund um den Klimawandel sehr sonderbar, denn erst in den 50er, 60er Jahren wurde klar, dass es den Klimawandel gibt und dass er existiert, aber das Ganze war eben nicht zu der Zeit klar, in der Paul Dinach gelebt hat. Das heißt, das spricht eigentlich schon dafür, dass Paul Dinach hier möglicherweise tatsächlich recht hatte, denn er konnte zu der damaligen Zeit nicht wirklich wissen, dass Klimawandel existiert, aber er beschrieb das hier eben in seinen Berichten. Dabei soll die Menschheit auch bis zum Jahr 2300 die Schwerkraft überwunden haben, eine Anti-Schwerkraft erzeugt haben, also das Gegenteil von der Schwerkraft, die wir auf der Erde kennen, und die Menschheit und die Technologien der Menschheit sollen auch viel mehr in die spirituelle Ebene eintauchen und dass die Menschheit eben auch eine spirituelle Energie erschaffen können. Und dann im Jahr 2204, der erste sehr, sehr wirklich bedeutsame Meilenstein der Menschheit, und zwar
Im Jahr 2204 wird die Menschheit den Mars kolonialisieren und 20 Millionen Menschen werden dann auch in den folgenden Jahren auf dem Mars leben. Diese Mars-Kolonialisierung sollte allerdings nur 61 Jahre lang standhalten, denn im Jahr 2265 ereilte den Mars eine massive Naturkatastrophe, die auch dazu geführt hat, dass die Menschen auf dem Mars gestorben sind. Im Jahr 2309 soll der dritte weltweite Krieg entstehen und der geht 87 Jahre lang bis in das Jahr 2396, also mit Abstand der längste Krieg der Menschheitsgeschichte, der sich über den ganzen Globus erstrecken wird. Am Ende des Krieges wird allerdings eine Art von Weltregierung die Erde beherrschen, allerdings nur im positiven Sinne. Das heißt, die Menschheit wird nach dem Krieg vor allem im Frieden und in der Harmonie leben und das Ganze durch die Weltregierung, die sich durch die Staaten, die übrig geblieben sind und die so gesehen auch gewonnen haben, zusammenschließen und Frieden wollen und den Frieden auch herstellen. Und bis ins Jahr 2400 soll der erste öffentliche menschliche Kontakt zu Außerirdischen stattfinden. Es ist nicht klar, was er genau beschrieben hat, ob die Menschen auch schon vorher Kontakt hatten zu Außerirdischen, aber auf jeden Fall bis zum Jahr 2400 wird der Kontakt auch offiziell gemacht und alle Leute auf der Erde wissen auch, dass Kontakt besteht zu anderen Lebewesen, die nicht von der Erde stammen. Und das waren die wichtigsten Dinge, die Pauli noch beschrieben hat, die er anscheinend bei seiner Reise in die Zukunft erlebt haben soll. Wie gesagt, es ist sehr schwer vorstellbar, dass er tatsächlich durch das Koma in die Zukunft gereist ist. Ich persönlich kann mir da eher eine Art Traum vorstellen. Allerdings, was dafür spricht, dass Pauli recht hatte, ist zum einen, dass er auf einmal nach dem Aufwachen aus dem Koma unfassbar gute physische Kenntnisse hatte. Und sowas passiert nicht einfach nur so, das muss schon irgendwie einen Auslöser haben. Und der Auslöser könnte logischerweise auch sein, dass er 2000 Jahre in der Zukunft im Körper gelebt hat einer Person, die auch in dem Fachbereich tätig war, und zwar in dem Körper eines Physikers. Und als er wieder zu seinem echten Körper die richtige Zeit zurückgekommen ist, da wusste er auch die Dinge, die Andrew Northam wusste, zumindest was die Physik angeht. Und dazu ist auch sehr sonderbar, dass Pauli noch davon wusste, dass die Menschen Probleme mit Klimawandel haben werden, denn das konnte er in den 20er Jahren eigentlich nicht wissen, denn es wurde erst 30, 40 Jahre später bekannt, dass Klimawandel existiert und dass Treibhauseffekte dazu führen, dass die Erde sich immer mehr erwärmt. Allerdings wusste er das und das lässt sich auch dadurch erklären, dass er tatsächlich in die Zukunft gereist ist. Also, auch wenn das wirklich sehr speziell und merkwürdig ist, was eigentlich schon dafür spricht, dass Paul Dinach wirklich in die Zukunft reisen konnte, glaube ich nicht, dass es der Fall ist, denn Paul Dinach ist im Endeffekt nur eine Person gewesen, die ins Koma gefallen ist. Und dass eine Person, die in das Koma fällt, tatsächlich 2000 Jahre in die Zukunft reist, ist dann doch, wie ich finde, eigentlich nicht vorstellbar und generell auch vom jetzigen Wissensstand her eigentlich unmöglich. Aber wer weiß, um wirklich sagen zu können, ob Paul Dinach recht hatte oder dabei gelogen hat, das können wir eben nicht sagen, das können wenn dann vielleicht erst unsere Urenkel sagen und das auch erst im hohen Alter. Also es wird doch sehr viel Zeit vergehen, bis beispielsweise im Jahr 2204 die Menschheit den Mars besiedeln wird. Allerdings ist das trotzdem, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, über das man sich auf jeden Fall mal unterhalten kann. Das war also das Video zu Paul Dinach, einem möglichen Zeitreisenden aus dem Jahr 1921. Mich würde ein Daumen nach oben wirklich sehr unterstützen, das gleiche wird auch gelten, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet und eure Meinung zum Thema Paul Dinach und seine Erfahrungen aus der Zukunft in die Kommentare schreiben könntet. Wie ihr vielleicht auch seht, ich war 4 Monate lang inaktiv, der Kanal hat sowieso erst nur 2 Videos, aber dennoch muss ich mich auf jeden Fall extrem bedanken. Was wir schon für eine Reichweite aufbauen konnten, nimmt wirklich Dimensionen an, die ich niemals für Möglichkeiten hätte. Das erste Video hat 500.000 Aufrufe. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Damit hätte ich, wie gesagt, niemals gerechnet. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank und vielen Dank dafür, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich würde sagen, das war's auch. Ciao.